Wir möchten von unserem Experiment mit einem besonderen Boden berichten und das als Anlass nehmen, über Kalk und seine Qualitäten zu sprechen, aber auch über ein Handwerkswissen, das wir selbst entdecken durften. Diese Suche nach dem Boden begann während unseres Projektes Haus Scholl in der Schweiz, das wir über 5 Jahre gebaut und geplant haben. Das Haus ist eine Vollholzkonstruktion und eigentlich ein Stöckli in der Schweiz, oder in Deutsch heißt es Auszugshaus, was der Bauernsohn für seine Eltern gebaut hat, neben eigentlich dem Bestandsbauernhof. Der Bauprozess ist eigentlich an sich ein großes Experiment gewesen. Es war eines unserer ersten Projekte, bei dem wir viel ausprobiert haben und zusammen eigentlich mit dem Bauherrn, der unser wichtigster Handwerker wurde, weil er selber viel mitgebaut hat, den Entwurf entwickelt haben. Ganz zu Anfang kam eigentlich eine ganz persönliche Entdeckung, die wir bei einer Reise zu vielen Bienenfeldhäusern gemacht haben. Wir haben uns unterschiedliche Häuser angeguckt und eins war das Haus Pade, bei dem es wir wissen es bis heute eigentlich nicht genau, was es ist. Es ist ein Gussboden, ein Estrich vielleicht ein Terrazzo, aber uns hat interessiert, dass es so eine Einfachheit und Direktheit gibt, also es ist nicht irgendwie nobliert und er glänzt nicht und es irgendwie hat so eine Aufwendigkeit, sondern was sehr Direktes. Und die Geschichte, die uns Frau Pade erzählt hat, dass sie diese Steine zusammen mit ihrer Tochter über Tage hinweg eigentlich in ihrem eigenen Boden eingesetzt hat. Und jede Ecke, jeder Fries, jede Schwelle ist eigentlich so ausgezeichnet und es entsteht in diesem ganzen Haus so ein unglaublicher Reichtum auf eine sehr dezente und subtile Art. Und wir fanden das total toll und waren extrem begeistert davon und haben dann angefangen, okay, der Boden ist eigentlich perfekt für das Haus, wir machen das auch so. Dann haben wir angefangen, Muster zu gießen, zusammen mit Benedikt, dem Bauherrn, aus ganz einfachem Beton. Also man muss sagen, es war wirklich so, wir hatten keine Ahnung, wir haben es einfach mal gemacht und ausprobiert. Und dann haben wir in diese Betonmuster unterschiedliche Steine und Schotter eingelegt, Farben dazu gegeben und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also sie sind gebrochen, die Steine sind rausgebrochen, wie die Pigmente dazu kamen, wurde es noch brüchiger. In dem Moment, wo das Material abgetrocknet ist, wurde es eigentlich matt und grau und hatte gar keine Qualitäten mehr. Das ist jetzt ein Beispiel, dass es noch nass, trocken saß, nicht mehr gut aus. Eine befreundete Steinmetzin hat uns Marmormosaike angefertigt und Marmorstreifen. Die haben wir dann versucht einzulegen. Die sind dann aufgeschwemmt, rausgebrochen, untergegangen. Beim Schleifen verhalten sie sich ganz anders als der Beton. Also auch das hat eigentlich gar nicht funktioniert. Ja, Wissen und Handwerk, wir sind, wie Lena sagte, grandios gescheitert und haben uns dann doch mal auf eine Wissensreise begeben und haben angefangen, Gussböden zu studieren und im Speziellen da die Zementböden, weil wir dachten, okay, wir haben da angefangen, das wäre ja irgendwie vielleicht auch doch noch unser Ziel. Und wir sind relativ schnell dann eingetaucht und dann wurde das spezieller und wir mussten uns immer tiefer damit auseinandersetzen und mussten das verstehen. Deswegen müssen Sie das jetzt auch kurz verstehen. Wenn man sich mit Zement beschäftigt und mit den Gussböden beschäftigt, dann kommt man relativ schnell zum Kalk, weil, also das wissen Sie alle, der Zement ist ja noch nicht so alt. Und ganz am Anfang war das Bindemittel der Kalk. Und das ist eigentlich das Interessante, weil Kalk und Zement und dann diese Begrifflichkeit des Bindemittels, das kennen wir alle, aber was das wirklich bedeutet und was so die Eigenschaften sind, das mussten wir lernen. Und das war aber auch ganz interessant und ist, glaube ich, auch für unsere heutigen Diskussionen ganz interessant. Der Kalk, und das ist das, was Sie da ganz links sehen, das ist eigentlich ein Kalkstein mit, und mit dem haben wir auch gearbeitet, der 97% Kalkanteil hat. So, und umso mehr Ton dazu kommt, und ich will das jetzt nicht ausführen, weil das würde Stunden dauern, wird das Ganze zu Zement. Ja, und das hat den Vorteil, der Zement hat den Vorteil, dass er sehr hart ist und man natürlich auch Gussteile erstellen kann und tragende Wände, wir kennen das alle. Der Kalk ist sehr weich, hat aber andere Vorteile.
Und ganz wichtig ist da zu verstehen, dass der Kalk eine carbonatische Bindung eingeht beim Abbinden und der Zement eine hydraulische. Und das Hydraulische bedeutet, unter Wasser wird der Zement hart und dann wird er steif und dann gelangt er zu seiner Festigkeit. Beim Kalk ist das nicht ganz so, der karbonatisiert mit der Luft, entzieht der Luft CO2, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, und härtet dann aus. So, der nächste wichtige Punkt, den wir erkannten, ist, dass der Kalk bei 800 bis 1000 Grad Celsius gebrannt wird und der Zement bei über 1400 Grad Celsius. So, das haben wir genommen und dachten, okay, irgendwie ist das mit dem Kalk eine interessante Geschichte, wir versuchen das weiter zu studieren und sind dann parallel auf ein Projekt aufmerksam geworden von Miley Peter und auf einen Artikel in der Hochparterre, wo es um einen Handwerker ging, einen Steinmetz, der Kalker war. Und der hat Kalkböden erstellt. Und der hat seinen Handwerksbetrieb, wenn man das so nennen kann, in Twan, das ist in der Nähe von Bern, und unser Projekt war ebenfalls in der Nähe von Bern. Wir konnten den akquirieren und wir haben ihn motiviert und er hat uns dann unterstützt, vor allen Dingen mit seinem Wissen, das war nicht einfach, aber er hat uns unterstützt. Und wir haben dann relativ zügig so im fertigen Holzbau so eine Küche eingerichtet, so eine Modellbauküche, und haben uns dann auf den Weg des Kalkbodens gemacht. Und wir sind immer noch der Meinung gewesen, dass wir einen ganz einfachen, dass wir einen ruralen Charakter haben wollten mit diesem Boden. Der Benedikt, also der Bauherr, bringt den ein, der wird einfach verdichtet und das ist es dann. Und so sind wir an diese Muster gegangen, das sieht man auch hier. Es sind relativ einfache Kalkmischungen und dann haben wir die karbonatisieren lassen und dann haben wir sie mit dem Besen behandelt, mit der Drahtbürste und haben geguckt, was passiert eigentlich. Links unten sieht man aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt, der Kalk hat den großen Vorteil, jede Schicht verbindet sich immer wieder mit der darunterliegenden. Also es gibt immer so einen Karbonatisierungsprozess und es gibt eins, das ist auch ein großer Vorteil im Gegensatz zum Zement. Und diese Muster da unten zeigen das, dass wir angefangen haben, feinere Schichten aufzutragen, Grenzen zu bilden und zu merken, aha, mit dem könnte man jetzt mehr machen als einen einfachen Estrichboden. Die Skizze zeigt jetzt, dass es eigentlich eine ganz einfache Sache ist, also der Boden besteht aus Kalk, handelsüblichem Kalk und Steinen. Also es ist einfach nur Sand, Splittrundkies und Kalk, eine Mischung von 1 zu 6, mit Wasser angelegt, sieht er dann so aus, es ist eine relativ grobe Masse, dann wird es etwas schwerwiegender, wir haben den dann da mit diesen Schubkarren eingebracht. Und das ist wirklich schwer und anstrengend, weil das jetzt nicht einfach so ein Estrichdicke hat von 6 cm, weil der war jetzt hier 12 cm. Es braucht eine gewisse Stärke, der ist elastisch, der Boden, aber um die Risse zu vermeiden, war er etwas stärker. Hier sieht man, wie das dann aussah. Der Untergrund ist eine Glas-Schotterdämmung gewesen und darauf haben wir eine Fußbodenheizung installieren können und das ist der Kalkboden. Das funktioniert ganz gut, ja? Das ist auch, finde ich, wieder, wo wir gemerkt haben, wozu brauchen wir eigentlich diesen Zement, und sind dann noch ein Stück weiter gegangen. Wir haben das ganze Haus mit diesem Kalkboden ausgeführt und in der Dusche ist es so, dass, und das sollte man dann vielleicht auch wissen, der Kalk hat eine sehr starke kapillare Wirkung, also er kann Wasser gut aufnehmen und gut abgeben, und in der Dusche dachten wir, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir jetzt hier noch so eine Art Drainageschicht über diesen Rundkies einfügen. So sah das Ganze dann aus. Nach dem ersten Einbringprozess, nachdem der Boden eingebracht war, wurde er verdichtet über so Holzstampfer. Dann haben wir ihn abgedeckt, dass er nicht schnell genug oder dass er nicht so schnell ausgetrocknet ist, und haben ihn nochmal verdichtet. Was wir jetzt hier das erste Mal gelernt haben, ist auch, dass neben der Mischung und wie genau das zu sein hat und welcher Kalk, braucht man wirklich einen Handwerker, der das versteht, was er da tut. Weil wir haben gemerkt, dass wir hier in einer Situation sind, die anders ist als in typischen Denkmalpflegeprojekten. Das ist ein Vollholzbau, das sind 40 cm dicke Holzwände und das hat dermaßen viel Wasser gezogen, dass wir gut schauen mussten, dass der Kalk sein Wasser nicht so schnell verliert. Das Interessante ist aber beim Kalk, also hier sieht man jetzt, wo der eingebracht war, der Boden, der ist relativ schnell druckfest. Wir mussten dann diese Entenschuhe anziehen, dass wir ein bisschen mehr Fläche generieren, um die Abdrücke zu minimieren. Und hier sieht man das, wie diese erste Schicht eingebracht war. Was ich gerade sagte, ist ganz interessant, weil es gibt keinerlei Trennung, man braucht keine Randdämmstreifen, man kann diesen Boden da reinfahren, man kann ihn verdichten, fertig, ja, an die Holzwand ran. Diese Folie, die Sie da sehen, die ist nur dazu da, dass wir die Holzwände nicht verschmutzt haben. So, nächster Punkt, der begann jetzt auch in diesem Prozess mit dem Handwerker, der hat uns dann ein Haus in Sendt gezeigt mit einem alten Kalkboden,
Und da sehen Sie diese Malerei. Und diese Malerei ist nicht einfach eine Farbe, sondern es ist wieder ein Kalk. Und der Kalk ist angereichert mit Pigmenten. Und was wir jetzt interessant fanden, war zum einen, dass wir diesen Boden relativ simpel nublieren können. Und zum anderen haben wir dieses Bild auch so studiert und mit dem Handwerker gesprochen. Und er meinte dann, ja, das Interessante ist ja, die haben ja versucht, was zu imitieren. Also es gibt ja so Steinformate. Und man hatte keine schönen Steine oder keinen Marmor. Und dann hat man die aufgemalt. Jetzt ist aber das Interessante, dass dieser Boden, sieht man auf dem Bild, glaube ich, ganz gut, unter der Wand durchläuft. Und das ist zum einen architektonisch natürlich interessant, weil man denkt, der Boden läuft durch, aber auf der anderen Seite war es wie so ein Handwerkshinweis zu zeigen, das sind keine gelegten Platten, sonst eine Malerei. Wir sind wieder zurück, haben diese Küche wieder eingerichtet und haben dann angefangen, diese Muster, die wir schon hatten, mit feineren Kalkschichten zu versehen. Also wir haben dann, das klingt noch blöd, aber wir haben einen groberen Kalk genommen, den man besser auftragen konnte, haben den mit Pigmenten versehen und haben dann diese Muster erstellt, haben dabei untersucht, wie wir die Farben sehen und wie die Übergänge zwischen den einzelnen Farben sind und haben dann eigentlich diese Malerei erstellt. Und das eigentlich in erster Linie nicht, weil wir jetzt da das architektonisch untersuchen wollten, sondern vielmehr, weil wir ausprobieren wollten, wie wir mit diesem Kalkboden und diesen Mustern arbeiten und was diese Muster jetzt mit dem Raum machen. Also es gibt dann da Ornamente und es gibt da größere Muster und es gibt kleinere Muster. Und hier im Schnitt sieht man das nochmal. Es ist, was man da auch sieht, ist, dass das eine große Betonplatte ist. Das konnten wir nicht vermeiden, da haben wir lange mit uns auseinandergesetzt, aber wir sind dann im Sumpfgebiet und dieses Haus muss irgendwie, schwimmt das da, deswegen brauchten wir diese Platte. Aber dieser Boden ist relativ einfach da eingebracht, wie man das da sieht, und dann diese Muster aufgespachtelt. So, das war dann der Prozess. Die Handwerker, da sind dann noch zwei dazugekommen, auch so Künstler, und die haben dann diesen Boden da in einer, also wirklich ganz fein aufgespachtelt. Man sieht es hier im Kücheübergang in den Flurbereich mit diesen Mustern, und wir haben dann auch eben diese Motive übernommen, dass diese Muster übergehen, mal gehen sie nicht über. Also hier sieht man, dass es gibt Friese, es gibt Flächen im Fries, es gibt diese Muster, die in die Wände laufen, es gibt kleinere Ornamente und es gibt größere Muster in kleinen Räumen. Das haben wir dann so erkannt mit diesen Malereien und mit diesem Handwerk, und dann haben wir das natürlich auch versucht auf die Spitze zu treiben und versucht herauszufinden, also wie fein und wie genau kann man das machen, und wir haben dann die Handwerker überzeugt, dass sie, also wir haben dann wie so eine Art Spitzendecke entwickelt oder gedacht, und die wollten wir da in diesen Raum legen. Und sie haben gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen, das ist viel zu kompliziert. Und wir haben gesagt, doch, das ist wunderbar, das funktioniert, und wir sind da ganz optimistisch auf sie zugegangen. Und was aber nicht ganz einfach ist, ist, man muss immer erst die erste Schicht einbringen, dann dieses Muster wieder entfernen und dann die zweite Schicht einbringen. Ja, ansonsten baut das natürlich immer wieder auf, und das wollten wir dann nicht, und das wollte auch die Mutter von Benedikt nicht, die dann später in dieses Haus gezogen ist. Und so ging dieser Prozess relativ lang. Aber es hat schlussendlich natürlich, wie das immer so häufig ist, dann funktioniert. Und diese Muster, diese Ornamente und dieser Boden, der strahlt da heute, ich will nicht sagen im Glanz, er hat seine Ansättigung eigentlich verloren, er ist viel feiner. Aber das Interessante ist, dass, und da komme ich auf den Bienenfeld zurück, beim Bienenfeld war das auch so, dass nur wenn man genau geschaut hat, hat man gesehen, was da sich für eine Welt offenbart hat. Und das ist da jetzt eigentlich ähnlich, wenn man genau hinguckt, dann sieht man, aha, hier sind Farben, hier sind Muster, hier sind Ornamente, und dann fängt das an, so eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist eigentlich das, was wir auch angestrebt haben. Ich mache jetzt einen ganz kleinen Exkurs, sieht es anders aus, aber wir haben das Ganze ja in einem Neubau gemacht. Und das ist wahrscheinlich relativ selten. Normalerweise benutzt man das in der Denkmalpflege, ne? Da war das ja schon so früher, und dann benutzt man das auch wieder so. Und Freunde von uns, die restaurieren ein kleines Schloss. Und die haben eigentlich einen ganz ähnlichen Boden wie wir eingefügt. Die haben so einen Glasschotter, und dann gibt es da aber eine 35 cm dicke Kalkestrichschicht. Ja, hier sieht man die jetzt fertig. Und die hatten ein großes Problem mit dem Wasser. Ja? Also es gab so aufsteigende Feuchtigkeit, da unten drunter gibt es keine Bodenplatte, die ist nicht abgedichtet. Und seit dieser Boden drin ist, sagen sie, ist es wirklich sowas,
sowas von angenehm, weil dieser Boden arbeitet jetzt. Der nimmt das Wasser auf, was aufsteigt, und er gibt das kontinuierlich an die Luft ab. So, wir kommen zum Resümee. Wir befinden uns jetzt immer noch in einem Erkenntnisprozess. Also das ist noch verrückt. Wir haben das Projekt jetzt zwar gemacht, aber wir sind jetzt gerade wieder an einem Kalkboden. Diesmal ist es ein Kalkterrazzo. Wir haben ja einen Kalkspachtelboden gemacht. Und der Kalkterrazzo ist wieder anders. Und dann gehen wir in dieser Kurve vom Kalk zum Zement, bewegen wir uns schon irgendwo dazwischen. Und das Interessante ist auch, dass wir eigentlich gemerkt haben, dass das Wissen nicht mehr so profund vorhanden ist, wie wir das gern hätten, und dass das Wissen auch immer etwas anders ist. Ja? Und was wir aber sicher wissen, und das ist das, was wir auch beobachten konnten, sind diese kapillaren Vorteile, die der Kalk hat. So, und wenn ihr das jetzt hier mal seht, das ist relativ simpel, der Kalk, und jetzt nicht der Zement, sondern der Beton, dann gibt es eine Kapazität vom Kalk in der Wasseraufnahme und in der Abgabe und beim Beton genauso. Und wenn man dann die Speicherfähigkeit noch dazu sieht, also dass der Kalk eine geringe Speicherfähigkeit hat und der Beton eine gute, dann fängt man an zu verstehen, dass es ganz interessant ist, mal darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit dem Wasser, das aus dem Untergrund kommt. Und wir haben dann auch mit einem Beispiel, also von einem Beispiel gehört, es wurde uns von einem Handwerker erzählt, wo eine alte Kirche restauriert wurde, die hatte dann einen alten Kalkboden drin. Den hat man rausgenommen, wie das dann doch manchmal schnell der Fall ist, und hat einen Betonboden reingemacht. Und der Boden war noch nicht ganz drin, da waren die Wände nass. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man dann versteht, dass bisher der Kalkboden das Wasser aufgenommen hat aus dem Untergrund und hat es dann die Luft abgegeben. Und bei dem Betonboden ist es so, das sperrt. Also natürlich ist Beton auch kapillar, das wissen wir, aber der sperrt erstmal und hat das Wasser auf unter der Bodenplatte vertrieben und hat es in die Wände aufsteigen lassen. Und das ist jetzt vielleicht auch ganz wichtig, um genau, jetzt übernehme unser ich Resümee. Genau. Ja, also es gibt Vor- und Nachteile, und vielleicht kann auch der Delfin dann am Ende es vielleicht besser fassen als wir, weil es ist so ominöses Handwerkswissen, an das wir nicht ganz analytisch rankommen. Aber ich möchte jetzt sozusagen kurz zusammenfassen, was eigentlich unsere Erkenntnisse sind. Durch das Experiment des Bodens waren wir extrem vom Wissen und der Erfahrung der Handwerker abhängig. Unsere erzwungene Planungssicherheit und Kontrolle über die Abläufe wurden uns dadurch entzogen, was eine für uns sehr unangenehme Erfahrung war. Dennoch begriffen wir, dass unsere Profession mit ihrem Kontrollzwang auch dazu beiträgt, dass Kalkböden nur noch sehr selten ausgeführt werden können, da es ein per se ergebnisoffener Prozess ist. Das heißt, genaue Zeitangaben, Farbigkeiten, Oberflächenqualitäten können nur als Annäherung angegeben werden. Eine weitere grundlegende Frage erkannten wir. Die wissenschaftliche Optimierung des Materialkalks hat viele Nachteile bewirkt. Messungen, Analysen und Verbesserungen wurden immer aus einer Perspektive getätigt. Das vermeintlich Bessere, in diesem Fall die ersparte Zeit und eine erhöhte Druckfestigkeit, muss unter unseren heutigen Gesichtspunkten neu bewertet werden. Was wir damit in Frage stellen möchten, muss ein Estrich wirklich so druckfest sein und muss er so schnell abbinden können? Nach unseren gesammelten Erlebnissen und dem Austausch mit dem Handwerk können wir uns keine simple wissenschaftliche Validierung in einem Normgerüst vorstellen. Da wir das handwerkliche Wissen von Techniken und Materialkenntnissen als direkte Sammlung von Erfahrungen erlebt haben. Nur über die häufige Repetition schienen die Handwerker das Material und seine Zusammensetzung und Reaktion einschätzen zu können. Jeder Kalk, seine Zusammensetzung mit Steinen aus der Region, die Wände und Böden des Bestandsgebäudes, ist immer eine individuelle Anpassung. Inwieweit diese Faktoren übertragbar sind auf andere Projekte, lässt sich für uns schwer einschätzen, und auch unsere Rolle als Planerinnen ist in Frage zu stellen. Die Industrie hat ebenfalls ihren Teil zur Verwässerung des Materials Kalks beigetragen. Die augenscheinlichen Optimierungen zielten dabei immer viel mehr auf einfache Verarbeitbarkeit, lange Korrigierbarkeit und Gewährleistungsfristen ab. Dass dabei die wesentlichen Eigenschaften des Kalks verloren gegangen sind,
war damals nebensächlich. Die Optimierung von Kalk, wie von vielen anderen Baustoffen auch, sind dabei rein wirtschaftlich und nach kapitalistischen Gesichtspunkten entstanden. Die industrielle Sichtweise hat sich dabei über die Zeit in das Denken und Entwerfen der Architektinnen eingeschlichen und wurde dabei sogar manchmal kritiklos übernommen. Das war jetzt vielleicht der kritische Teil, und der positive Teil ist, wir sind der Überzeugung, dass sich durch die Bauwende die Blickrichtung heute ändern und damit die Vor- und Nachteile des Kalks neu bewertet werden können. Man kann ihn jederzeit reparieren, weil er sich immer wieder mit der vorherigen Schicht verbindet. Man kann den Boden vergrößern, umbauen, er bleibt fugenfrei und er ist vollständig recycelbar. Kalk benötigt bei der Herstellung weniger Energie als Zement, der bei niedriger Temperatur gebrannt wird. Er bindet zusätzlich beim Abbinden der fertigen Masse CO2. Das Potenzial aufsteigender Feuchtigkeit aufzunehmen und an die Luft abzugeben, kann nicht nur Probleme in einer Vielzahl verloren geglaubter Baubestandsgebäude geben, sondern auch ein Denken in der Art und Weise korrigieren, wie wir heute Gründungen nur allzu oft als betonierte Platten ausführen. Der Kalkboden bindet langsam ab, sehr langsam. Wenn aber die Ressource Zeit relativ wird, da sie keinen CO2-Ausstoß generiert, kann ein ganz anderer Bauablauf möglich sein. Dankeschön. Vielen Dank.